Hallo YouTube, neues Video, neues Glück. Ja, heute zeige ich euch mal meine Antenne. Erstmal habe ich sie hier jetzt bei mir in meinem, ja, klassischen Spielzimmer, Kinderzimmer aufgebaut. Zumindest ein Teil davon. Zum besseren Zeigen, weil ich werde die nachher mal im Hof aufstellen und dann wird das ein bisschen tricky. Und zwar haben wir hier erstmal ganz unten einfach einen, ja, Weihnachtsbaumständer. Der soll einfach nur einen Grundstand quasi bieten. Das Ding habe ich bei Amazon besorgt für circa, ja, 23, 24 Euro. Dann haben wir hier die wunderschönen Tarnstangen von der Bundeswehr. Die habe ich in einem 12er-Set bekommen für 35 Euro. Gibt es bei eBay, findet ihr bei diversen Militärshops. Und ja, habe mich halt für diese Stangen entschieden. Hab hier oben dann diese Konstruktion reingeschraubt. Das sind im Endeffekt einfach nur ein Vierer-Set Ösen. Einfach reingebohrt und dann anschließend reingeschraubt. Ja, die haben knapp 4 Euro gekostet. Dann haben wir hier noch einen Haken. Der hat auch 4 Euro gekostet. Das war auch so ein Vierer, Fünfer, Zehner-Set. Und eben alles nochmal verklebt. Ich hoffe, das erkennt man. Hintergrund ist, das ist ja eine Fiberglasstange und deswegen habe ich das halt alles hier schön verklebt, einfach um Mikrorisse quasi zu verhindern, damit das ein bisschen Stabilität hat. Ja, Hintergrund ist, hier hänge ich dann die Antenne ein, das seht ihr dann noch später, also zum Schluss des Videos. Und hier kann ich nochmal zusätzlich abspannen, das ist jetzt noch nicht vorbereitet, da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, wie lange jetzt die Abspannschnur werden soll. Ja, und hier haben wir noch dranhängende Lambda halber. Jetzt hoffen wir mal, dass das funktioniert so halbwegs mit einer Hand. Hopp, 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 hopp. Die Lambda halbe ist im Endeffekt eine Drahtantenne. Die könnt ihr auch fertig kaufen. Kostet auch um die 35 Euro. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, man nehmen wir das rein. Die wird auch hier in diesem super tollen Beutel geliefert. Ja, ist halt eine Drahtantenne. Hab dann noch einen Adapter für die Drahtantenne besorgt, damit ich die auf meine Handquetsche, auf mein Midland anschließen kann. Der Adapter hat gekostet irgendwas um die 4,50 € bei Amazon. Ich setze euch da auch mal den Link mit rein und die Lambda halbe eben auch als Link. Und ja, die Stangen kann ich mal schauen, vielleicht setze ich euch wieder rein, wenn ich was finde, ansonsten einfach suchen. Wie gesagt, ist ein 12er-Set und das hat eine Standardlänge von 1,30 m und hier dieser obere Knubbel verschwindet dann quasi immer in der nächsten Stange. Das heißt, wenn ich die da zusammenstecke, habe ich circa 1,20 m pro Stange. Ich habe vor, die 6 Stangen zu verwenden und dann hochzusetzen und dann sollte das reichen, ja, also 6 mal 1,20 m, dann komme ich auf 7,20 m. Und das ist eine, denke ich mal, eine ganz gute Höhe. Und mit der Lambda halbe Drahtantenne komme ich da eigentlich auch super mit klar. Das ist jetzt soweit erstmal das Grundset. Wie gesagt, ich gehe jetzt dann gleich raus, baue das Ding mal auf, zumindest ohne Abspann, zeige euch das dann nochmal, wie das dann aussieht. Und das ist dann meine mobile Antenne, mit der ich mir deutlich bessere Reichweiten erhoffe. Einfach weil ich damit eine andere Höhe habe, eine deutlich größeren Abstrahler habe. Und damit habe ich dann mit verhältnismäßig wenig Geld eigentlich schon einiges gebracht. Ich meine, mal so zusammenfassend, komme ich auf etwa 100 Euro, was ich ausgegeben habe. Ja. Und das für eine Antenne, mit der ich gut und einfach mobil unterwegs bin. Ja, aber wie gesagt, ich baue euch das Ding dann gleich mal auf. Und ja, dann mache ich jetzt einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich draußen. So, ich habe jetzt mal alles aufgebaut. Das ist im Übrigen die Schnur, die ich verwenden möchte. Miltec. Ja, ich habe es jetzt mal ans Dach anlehnen müssen. Weil das Problem ist, ohne eine Abspannung ist das natürlich relativ instabil, das heißt, eine Abspannung ist notwendig. Ja, ganz da oben sieht man die Antenne, die drin ist, und eben
Angeschlossen ist Midland momentan. Ich habe es mal, glaube ich, mal angeschalten. Es guckt jetzt mal so ein bisschen durch. Ich kriege schon rucki-zucki Empfang, obwohl hier eigentlich sonst relativ viel tote Hose ist. Ja, das ist im Endeffekt mein Antennensetup. Wie gesagt, abspannen muss ich noch vorbereiten, aber da kann ich jetzt in aller Ruhe mir mal Gedanken machen, wie viel Meter ich nehme. Aber ich werde wahrscheinlich 10 Meter Schnüre nehmen zum Abspannen. Und dann sollte das zu bändigen sein. Gut, dann habe ich jetzt soweit eigentlich alles vorgestellt. Ab jetzt könnt ihr dann im Endeffekt hingehen, euch das selber zusammenstellen und zusammenbasteln oder auch Verbesserungsvorschläge unten in die Kommentare lassen. Daumen hoch wäre cool wie immer und ansonsten Abo nicht vergessen und nicht die Glocke vergessen, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und dann hoffe ich doch, dass man sich bald mal auf dem Funkevent wieder trifft und sieht.